Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 198. Video. Heute geht es um die Aufgabenstellung E. Und zwar, wo liegen alle Extrema? Normalerweise gibt es auch andere Aufgabenstellungen, zum Beispiel bestimme die Ortskurve aller Extrema und so weiter und so weiter. Schauen wir uns das einmal an. Ich mache das immer folgendermaßen. Wir haben ja schon das Minimum ausgerechnet. Das war 2 Drittel t und jetzt habe ich hier, wo ich gerade die Sachen so aufmale, habe ich nämlich einen Vorzeichenfehler. Mal gucken, wie sich das hier durchzieht. Also bei 2 Drittel t und minus 4 Drittel Wurzel aus 2 Drittel t aus Video 195. Die notwendige Bedingung für Extrema war f' von x gleich 0 oder 3x minus 2t gleich 0. Das habe ich in Video Nummer 195 hergeleitet. Wenn man jetzt die Ortskurve berechnen soll oder ausrechnen soll oder herleiten soll, dann mache ich es immer so, dass ich diese hin notwendige Bedingung, also entweder für Extremwerte oder für Wendestellen, nehme und die nicht zu dem x-Wert hin auflöse, sondern zu dem Parameter t hin. Und dann diesen Parameter in die Ausgangsfunktion einsetze. Man kann auch mit dem Punkt arbeiten, aber das ist Geschmackssache. Also machen wir das mal. 3x minus 2t gleich 0. Ich löse jetzt nach t hin auf. Dann bekomme ich minus 2t gleich minus 3x oder t gleich 3 halbe x. Und dieses t gleich 3 halbe x setze ich jetzt in die Ausgangsfunktion ft von x ein. Dann steht da ft für t gleich 3 halbe. Achso, das ist nochmal f von x hier. Habe ich nochmal hingeschrieben, damit man das besser nachvollziehen kann. Und jetzt setze ich also t gleich 3 halbe x ein. Und dann seht ihr x minus 2 mal 3 halbe x durch t, also 3 halbe x mal Wurzel x. Das vereinfacht man noch so ein bisschen, das sieht ganz schrecklich aus. Immer schön Schritt für Schritt, Punktrechnung geht für Strichrechnung. Minus 2 mal 3 halbe x gibt minus 3x und x minus 3x gibt minus 2x. Unten steht 3 halbe x minus 2x und dann kommt 3 halbe x, da muss ich mit dem Kehrwert multiplizieren, also mit 2, oben die 2 hin und unten die 3x hin und dann kommt dahinter noch das Wurzel x. Dann habe ich also hier minus 4 Drittel, dieses x kürzt sich weg und minus 4 Drittel Wurzel x ist also die Ortskurve aller Minima. Ich werde, wenn sich jetzt jemand fragt, wie sieht denn das alles aus, in dem Video Nummer, ich muss mal eben blättern, in dem Video Nummer 200 einmal diese ganze Grafik darstellen, die Parameter, die Kurve mit dem Parameter, abhängig von dem Parameter und dann auch die Ortskurve. Dazu benutze ich natürlich das wunderbare Programm GeoGebra, für das ich immer Reklame mache. Ja, das war's mit der Ortskurve. Vielleicht schaut ihr euch zumindest das Video an, in dem ich dann die Grafik darstelle. Bis dahin sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.